Moin Moin und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Aplaxtail und Hugo und Amici. Amicia sind hier in der Höhle und zwar sind wir der Fackelträger geworden beim letzten Mal und können jetzt sollen irgendwie gucken, wie das weitergeht. Das ist so unwirklich. Die Fresken, die Seuche, die denken, dass der tote Sohn sie ausgelöst hat. Ja, und wir können das jetzt alles nochmal miterleben, beziehungsweise sollen diese Fackel nicht erlöschen lassen. Schauen wir, was passiert. So kalt. Sie wissen also nichts von der Makula? Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Ups, in der Tiefe kann das sein? Amicia, das Wasser wird die Fackel löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts ertrinken. Ja, okay, machen wir das mal. Mir ist kalt. Geschafft. Es wird gleich wieder warm. Das glaube ich kaum. Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich habe Angst. Dem Sohn ist es. Geh weiter. Ich bin bei dir. Er stirbt in den Armen seiner Mutter. Das Böse gewinnt. Jahrhunderte vergehen. Da stehen die schon wieder. Unsere Armen hungern und Krieg und Pest. Er träumt von erneutem Feuer. Wie sind die denn gekommen? Ich hab Angst. Ihr seid nicht mehr allein. Der Sohn muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir. Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Blast auf die Flammen. Der Phönix. Es ist der Phönix. Stimmt. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr. Auch wenn der Orden dahinter steckt. Hallo, ich bin's. Sophia. Hm? Kommt, ich hab da hinten einen Durchgang entdeckt. Jetzt oder nie? Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Die werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht, wir sehen alle gleich aus. Sieh doch irgendwas. Sind wir da? Wieder in dem Zuhause von denen? Nee. Da ist der Phönix nochmal. Das ist unglaublich. Kann der Junge helfen? Sehe ich auch so. Kinderthron. Er lebte hier. Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Orden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Und tötet ihn. Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers, der Makula. Der Orden versammelt sich um ihn, studiert ihn. Sie versuchen, die Lösung zu finden und die
Ratten. Lass mich raten. Krieg, Tod, Krankheit und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal, sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der einzige, der für mich zählt. Basil und Elia. Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser. Oh, aus dem heilenden Teich, in deinem Traum. Es ist ein Symbol, wie Mutters Alchemiezeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey, komm her. Das ist sein Thron und ich glaube, das ist sein Name. Basil? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her, aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus, als ginge es noch weiter, hier hinten. Suchen wir weiter. Bin mal gespannt. Kommt, es warten sicher außergewöhnliche Dinge auf uns. Laufen kann ich nicht. Dann machen wir das mal das Türchen auf hier. Hinter Tür Nummer 3 versteckt sie. Was ist das alles? Ein kleines Räumchen. Sind wir die Ersten, die hier reinkommen? Ein Spielzimmer. Oh, eine Höhle. Stimmt. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für sie? Hey, weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist Basilius' Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier gelebt, hier gespielt, gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und er hat Höhlen geliebt, wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Er hatte einen Phönix. Ja, vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen? Man weiß es nicht. Gucken wir uns mal um. Achso. Da, ein kleines Pferdchen. Guck mal, so ein hübsches Pferd. Genau deine Größe. Er war wohl so alt wie du. Ja. Gucken wir uns das Bettchen an. Er hat in meinem Bettchen geschlafen. Das war sein Bett. Wie schön. Basilius wurde ja wie ein König behandelt. Vielleicht war er einer. König Basilius. Das gefällt mir. Vielleicht noch was. Sieh an. Das sind Leute. Wichtige Leute. Propheten? Gibt's im Orden Propheten? Die sind böse. Ich glaube, er hat sie mit dem Ball hier abgeschossen. Kann sein. Jungs halt. Ich mag das Spiel auch. Kommt. Es geht noch weiter. Wow. Das Zimmer eines Kriegers. Nicht irgendein Krieger. Seht euch die Form der Rüstung an. Was ist damit? Sie gehört einer Frau. Oh, Elia. Das ist ihr Zimmer, natürlich. Sie war seine Beschützerin. Beschützerin. Die Leibwache des Trägers. So wie ich für Hugo. Sie schien stark. Schwerter und Speere. Wow, seht euch mal die Axt an. Ob die jemals benutzt wurden? Eher nicht. Der Träger sollte hier von der Welt abgeschirmt werden. Kostbare kleine Wesen. Seht mal, Wachstafeln. Da ist was eingeritzt. Er hat sie gezeichnet. Und hier, ein Bild von den beiden. Er hat sie geliebt.
Sie haben wohl viel Zeit zusammen verbracht. Genau wie wir. Das ist so seltsam. Ja. Sehen wir uns weiter um. Drüben ist noch was, haben wir nicht angeguckt. Was ist hier drin? Spielzeuge. Er war hier, um mit ihr zu spielen. Und Sie hat mitgemacht. Sie war eine vorzügliche Ritterin. Ich hätte sie gern kennengelernt. Ich auch. Aber naja. Das nächste Zimmer. Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basil mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Oh, sieh mal. Ha, dieser Vogel wieder. Diese Form, das ist das Ordenssymbol. Der Phönix ist der Orden. So einfach. Tut mir leid. Aber nein. Darum ist es auf ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, sie wären etwas Besseres als er. Er war ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende, ja? Mit der Tür da drin? Halten wir durch. Gut. Ich fass es nicht. Was ist das jetzt? Ein Alchemielabor. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja, aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Bin dabei. Das ist alles so nutzlos. Bitte, ich brauche irgendwas. Ein Atanor. Nein, was da auch gekocht wurde, ist längst weg. Dieser Ort ist verrückt. Also wirklich. Da war was auf dem Boden. Beziehungsweise nicht auf dem Boden hier bei dem... Hey, stimmt was nicht? Sie haben ihm sicher wehgetan. Hey, ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast, aber... Nichts ändert sich, Amicia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du hast Bordeaux... Nein, ich wollte ihn aufhalten, aber... Ich weiß, du hast es versucht. Tut mir leid. Hey, kommt her, ihr beiden. Sophia? Wo bist du? Oben. Wie bist du da hingekommen? Hinter den Vorhängen. Da geht's auch durch. Okay. Dann lass mal so rüber. Na los, Ego. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Na, vielleicht. Von oben beobachtet, wie er an ihm rumexperimentiert wurde oder so. Man weiß es nicht. Oh. Was hast du gefunden? Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Wir sind genau über dem Labortisch. Das ist falsch. Stell dir die Mistkerle vor, wie die ihn anstarren. Wir müssen wissen, was sie erfahren haben. Hab vielleicht eine Spur. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Was ist das? Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber sie erwähnen Basilius. Und, Elia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich und wurde festgenommen. In der Nähe eines runden Turmes. Sie brachten sie in eine
Eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm. Oh oh. Sie kommen. Wären sie eher gekommen dann? Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. Jetzt. Dadurch? Riskant, aber das Wasser wird helfen. Dann los. Das Wasser? Okay. Wieder rausschleichen. Die beiden sind ja auch da im Wasser. Ja, irgendwie dran rumkommen, ohne dass sie uns sehen vielleicht. Vorsicht, nicht fallen! Machen die jetzt ein Liebesspiel da? Verdorbenes Wasser, besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein, Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, die auf dich wartet. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Wir sind es. Wie können sie in dem Wasser stehen? Sie begehren dieses Kind so sehr. Schade, dass sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass sie sich irren. Sie werden traurig sein. Hugo, das, wovon du geträumt hast, gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Mag sein. Kommst du runter? Oh, wir sind fast da. Wir sehen uns nicht, wir sind hier links. Oh, guck mal, aber das ist ein bisschen schlecht, ne? Ich kann einfach, einfach durch die Wurzeln gehen. Seht ihr das? Erst war er gruselig, aber dann kamen die Blumen. Erzähl uns mehr davon, bitte. Der Baum, och, so gut. Seine Äste waren wie Haare. Er sah freundlich aus. Was noch? Das Wasser fühlte sich an, als bekäme es alles sauber. Nicht wie das hier. Wie schön, Hugo. Verdammt schön. Keine Ahnung, ob der Weg richtig ist. Testen wir einfach. Wir sind da. Draußen. Das war... Verbring mal eine Woche mit meiner Crew. Erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Suchen wir diese Festung. Hugo? Oh. Da war keine Festung in meinem Traum. Mag sein, aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir nun alles wissen, fehlt uns nur noch der Rest. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Oh, langsam verliert er seinen Mut. Alles wird gut werden. Beziehungsweise sein Vertrauen in die Sache. Kann ich auch verstehen, irgendwie. Armes Kind. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Ja, das sollten wir. Ja, und dann seid ihr nackt. Oder habt ihr die anderen Sachen noch dabei? Oder habt ihr sie unter? Wahrscheinlich ja unter. Und die sind ja auch nass. Behaupte ich mal. Gut, Blutlinie. 10. Kapitel schon. Gelohnt. Schauen wir mal an, was da noch passiert und dann machen wir auch schon wieder Schluss für heute. Wie so eine Art Cliffhanger immer, ne?
Mach mal da. Na bitte. Als wäre nichts passiert. Wir sind gut. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. Tja, viel weiter geht's hier nicht. Vielen Dank fürs super Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.